Hallöchen, liebe Zuschauer, ich habe wieder eine Herausforderung reingekriegt. Game Nator will nochmal gegen mich verlieren. Hallöchen. Ja. Guten Tag. Du hast dein Deck verbessert, habe ich gehört? So im Groben. Ich habe es halt versucht, auf dich abzustimmen, aber ob daraus was wird, werden wir ja sehen. Werden wir sehen, und wenn du meinen letzten Part gesehen hast, dann weißt du auch, dass ich inzwischen ein stärkeres Deck hab. Mal gucken, ob du damit klarkommst. Wahrscheinlich nicht, aber mal gucken. Probieren wir's einfach mal aus. Ah ja, du hast Feuer im Deck, da habe ich schon mal einen Typ-Nachteil. Und den Münzwurf hast du auch Achso, den hast du verloren. Das ist gut. Natürlich zieh ich Scheiße. Oh, nicht nur du, nicht nur du. Selten so eine bescheuerte Starthand gehabt. Ja, ich sag mal so, wenn da gleich Äxten stehen, flipp ich aus. Ich könnte so kotzen. Das Problem ist halt, die haben natürlich noch nicht die passende Energie, um jetzt groß anzugreifen. Steinschild, was macht das? Du solltest es nicht angreifen, sonst begehst du Selbstmord. 6 Schadenspunkte. Ah, vielen Dank, du! Damit wäre das Vulpix gleich im Eimer. Ich weiß. Meine Güte. Energie könnte ich auch gebrauchen. Gut, dass ich einen lieben Professor habe, der mir Briefe schreibt. Ja. Und da ich ja sowieso noch nicht angreifen kann, kann ich es stattdessen auch weiterentwickeln. Was? Du machst mich fertig, ey. Tu ich doch gern. Ach, scheiß drauf. Ein Fluchtseil. Okay, das war jetzt fies. Ich tu, was man kann. Das war trotzdem fies. Man tut, was man kann. Ich weiß. Ich brauch andere Karten. Hoffentlich bessere. Genau so ein Mist. Wenn ich nur eine Doppel-Unlichtenergie drin hätte hier. Es gibt, oder zwei. Gibt oder es drei. Auch, gibt es auch Doppel-Unlichtenergien? Ich kenne nur die Doppelfarblosen. Ich hab eine Doppeldrachenenergie. Okay, das ist interessant. Und der Gag bei dem ist, der macht dir zweimal irgendeine beliebige Farbe, wenn es auf ein Drachen-Pokémon angelegt ist. Oh, das klingt haarig. Ich hab sogar ein Drachendeck. Das könnte ich mal bei dir ausprobieren. Gleich. Das kannst du gleich machen. Da wäre ich gespannt drauf. Naja. Das klingt interessant. Drachen sind sowieso die Magier des Pokémon-Sammelkartenspiels. Brauchen lange Umspruch auswendig zu lernen. Aber dann! Ja, dann, wenn sie die starken Zauber bereit im Anschlag haben. Ja, dann ficken sie erstmal dein gesamtes Board weg. Okay, ja, wenn du das so formulieren willst, bitteschön. Hättest du eigentlich deine Handkarten noch gebraucht? Geht. Sind eher alles nur Energiekarten? Dann ist ja gut. Hat's wehgetan? Nö, überhaupt nicht. Okay. Das tut weh. Ja, das tut weh. Habe ich hier irgendwo eine? Nein, natürlich nicht. Aber du hast ein Glurak-Ex. Yep. So, jetzt das hier. Yes, ich hab's im Deck. Sehr schön. Das nehme ich als nächstes. Ach, was soll's.
Ein Darkrai-Ex. Interessant. Ah, das ist das von letztes Mal. Wieso ist es so interessant für dich? Weil es ein Darkrai ist. Du hast übrigens mein schönes Bisaflor umgebracht. Weißt du das? Ja, das weiß ich. Grrr. Und ich kann, glaube ich, gleich nochmal angreifen. Das weiß ich auch. Aber denk an den Steinschild, weil dann bist du auch tot. Keine Sorge, ich werde mich entsprechend darauf vorbereiten. Ich werde dabei höchstwahrscheinlich eine scheiß viel riskieren, aber ja. Oh. Der gute Herr. Ja. Mewtwo. Ich mag dich nicht. Jetzt mag ich dich noch weniger. Ich habe dich noch nie gemocht, weißt du das? Na, nimm's nicht so schwer, Mewtwo. Du bist eigentlich ganz okay. Wenn ich das Viech doch nur irgendwie one-hitten könnte. Dafür hat's zu viele KP. Egal. Autsch, das tut fast ein bisschen weh. Okay. Geh ich jetzt aufs Scan. Fuck life. Das Chlorak hat noch keine Energie. Schade, nicht wahr? Ja. Aber das wird wahrscheinlich sowieso höchstwahrscheinlich sowieso nur ein Bauernopfer. Warum verrate ich dir meine Strategie? Ich voll Depper. Aber naja, die letzte Karte ist noch nicht gezogen, da kann sich noch viel tun. Und das Chlorak schläft leider nicht. Wenigstens ist es vergiftet. So eine Karte könnte ich ehrlich gesagt auch gebrauchen in meinem Deck. Ja, dann tu eine rein. Wenn ich so eine Karte hätte, aber ich wollte dich sowieso nochmal irgendwann eventuell auch gleich mal zum Tauschsystem ausquetschen, weil ich das nicht so ganz verstehe. Okay, dann versuche ich dann, ob ich dir weiterhelfen kann. Lieber Professor, schreiben Sie mir einen Brief mit Energie. Dankeschön. Ein Glurak, getötet von einem Bisaflor. Ich befürchte fast, dass das Glurak den ersten Angriff noch überlebt. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Es lebt noch. Okay, es ist paralysiert und vergiftet. Ja, paralysiert und vergiftet. Ja, erinnere ich mich. Was ich dich mal fragen wollte, wegen dem Part, wo ich da aufgenommen habe, hast du da absichtlich irgendwie das Programm zum Absturz gebracht, damit man die Aufnahme nicht mehr hören konnte, weil ich irgendwelche Wörter verwendet habe, die ich nicht hätte verwenden sollen, oder ist dir da einfach so das Programm abgekackt? Das war ein versehentlicher Fehler. Okay. Aber räumen wir das Glurak jetzt weg. Aber ich denke mal, im nächsten Zug ist dein Megabisaflor sowieso tot. Ja, das befürchte ich auch. Aber da hast du noch dein verschissenes Mewtwo. Ja, das habe ich. No. Schade. Okay, mal gucken. Ja, getuhittet. Backtracking. Okay, also es wäre jetzt echt geil, wenn Darkrai das überleben könnte. Hoffentlich nicht. Natürlich überlebt es das nicht. Mit einem KP Vorsprung. Unglaublich. Ja. Diese schöne Situation, du stehst vorm Gott aller Pokémon und du wirfst einen Meisterball. Ja, nicht? Nur schade, dass du das Mewtwo nicht One-Hit KO'n kannst, weil... Aber du kannst es aus dem Weg räumen. Okay. Wenn das so ist, dann muss ich dich halt mit dem Folipurba ermorden. Tu's. Ich hab nichts dagegen. Reicht sogar. Oh,
Ich habe verloren. Ja. Ah. Gut, wie war das mit deinem Drachendeck? Ah ja, stimmt, das wollte ich dir jetzt zeigen. Dann schau ich mal, ich hatte da doch auch irgendein uraltes Deck. Ist das überhaupt brauchbar? Na, ich probier's einfach mal aus. Mach es. Ah, da kam die Herausforderung rein. Wo ist das Deck? Fierce Some Other Dragons. So heißt das. Kein Witz, so heißt das Deck. Okay. Aber ein paar Drachen habe ich jetzt auch dabei. Ja. Mist. Ist so ein Uralt-Deck aus der Zeit, als ich das Spiel noch nicht beherrscht habe, als ob ich es heute beherrschen würde. Ja. Ach, du hast keine Basis-Pokémon. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile dauern, bis ich Basis-Pokémon auf der Hand habe. Wieso? Weil da sind recht wenig drin. Ach so, ja, irgendwann wird eins auftauchen. Ja. Und du darfst jetzt schon drei Karten ziehen? Das werde ich auch gerne tun. Okay. Keine gute Hand habe ich hier gerade. Und ich ziehe noch ein bisschen Karten nach. Ach, was ist das denn wieder für ein Mist? Ja, und dann stehe ich da wieder mit Millionen Eck. Ach so. Dann gucken wir doch mal, ob wir im Deck irgendwas Brauchbares finden. Naja, das hier zum Beispiel. Und yay, er macht mich platt. Aber so richtig. Das hier könnte auch nicht schaden. Du wolltest doch extra. Ah, nee. Klingst wie ein kaputtes Motorrad. Ah, tatsächlich. Ja. Oh mein Gott, ein Brief endlich! Meine Fresse. Ja, dann schreib ihn. So. Geh ich das Risiko jetzt ein oder mache ich. Ach nö. Ach, du brüllst. Ach nee, warte, du kannst es ja eh selbst auswählen. Ja. Gut. Ich soll dich das besser auf Scream fragen. Was willst du mich fragen? Ob du im Besitz eines Rayquaza X bist? Puh, das weiß ich jetzt gar nicht mal auswendig. Also im Deck habe ich keins, aber ob ich in der Sammlung eins habe, weiß ich gar nicht. Okay, das ist schön. Wenn wir ja dann wahrscheinlich gleich sehen. Also wenn ich eins habe, dann werde ich es natürlich nicht hergeben. Zumindest wenn ich nur eins habe. Okay. Und wenn ich zwei habe, dann ist die Frage, was du bietest, wenn du an eins davon ran willst. Kommt wiederum ganz darauf an, was du besitzt halt. Werden wir dann sehen. Autsch. Ich werde dich jetzt langsam und qualvoll runterprügeln. Und damit mich dein Kyurem holen. Dir ist schon klar, dass das Voltoball nur Kanonenfutter ist und ich in Wirklichkeit das Kyurem aufpowere. Ja. Was? Nein! Nein! Ich hab mich verklickt. Das kommt vor. Warum müssen die Balken auch so klein sein wie die Texte selbst? Ach, na endlich, was Brauchbares. So,
Zack. Ach, ein Schadrago. Autsch. Wie gesagt, ich habe hier verfickt wenig Basis-Pokémon drin. Okay. Ich habe generell kaum Pokémon drin. Wenn dafür die Energiekarten gut abgestimmt sind, dann passt das doch. Und ich muss dich in einem nicht enden wollenden Zirkel aus Basisangriffen runterkloppen. Und dein Kyurem ist vollkommen aufgepowert. Jetzt fangen wir noch mit dem Turtok an. Schön. Ich bin auch kein Idiot. Nicht. So. Na sicher bin ich ein Idiot. Was denkst du? Da sage ich jetzt lieber mal nichts dazu. Also, ich bin ein Idiot. Hab ich nicht gesagt. Nur gedacht. Hast du doch? War es jetzt wirklich so idiotisch von mir, treu einzusetzen? Also, ich weiß nicht so genau, was dir das jetzt bringt, wenn ich's mal so sagen darf. Und noch bringt's mir nix. Ich zieh nur Energie gerade. Und rückziehen möchte ich das Kapunu jetzt auch nicht mit den Rückzugskosten, weil ich habe hier recht wenig Energie drin. Ja, das ist dann natürlich ein Problem. Ich habe jetzt noch ein viel größeres Problem. Und das Problem heißt schwarzes Kyurem X, nicht wahr? Ja. Aber ich finde auch eine temporäre Lösung für das Problem. Gut, schauen wir doch erstmal. Der Angriff müsste eigentlich reichen. Naja, lag wohl auch wegen meiner scheiß Starthand. Ja, eine schlechte Starthand kann schon spielentscheidend sein, ja. Bringt mir zwar nicht mehr viel, weil mir jetzt die nötigen Energiekarten dafür fehlen, aber was soll's. Es gibt auch Karten, mit denen du die Energie aus dem Ablagestapel zurückholen kannst. Ah, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Bitte. Denn ich habe gerade eine solche Karte auf der Hand. Oh, wie schön, dann nutze sie. Das tue ich jetzt auch. Autsch. Tja. Legen wir noch zum Angeben ein Keldeo auf die Bank. Und dann, denke ich, dann beenden wir das. Ja. Ich denke mal, da können wir wohl noch ein paar Runden mehr als sonst dranhängen, wenn du mit mir schon so schnell den Boden aufwischst. Ich denke, ich probiere nochmal ein uraltes, schlechtes Deck aus. Mach das. Das aber eine meiner aktuellen Lieblingskarten enthält. Okay. Ich nehme wieder mein Basisdeck. Okay. Also, Börsetan. Sieht man eigentlich im Spiel diese Dingskirchens, diese... Siehst du jetzt in dem Spiel die Dachtara-Deckbox? Die hab ich beim Kampfbeginn gesehen, aber jetzt liegt sie da nicht auf dem Feld. Und ich persönlich frage mich, wieso das so ist. Wahrscheinlich irgendein Grafikfehler. Aber der dritte seitdem, auch seit ich das gekauft habe. Eventuell muss ich mal nochmal für einmal wechseln und dann wieder zurückwechseln oder sowas. Ach nee. Ja, erwischt mit mir den... Ja, ich meine noch so, ja, ich bin stärker geworden und erwischt mit mir den Boden auf. Ja, aber das Problem ist gerade, das Mew kann selber nicht viel. Das kann deine Attacken nachmachen. Das Problem ist nur, dazu bräuchte es Feuerenergie und die habe ich natürlich nicht. Ach so. Und andere Psycho-Pokémon, deren Attacken das Mew nachmachen kann, sitzen bei mir ja ganz viele auf der Bank, ne?
Also, es stimmt schon, man sollte nicht zu viel Energie ins Deck packen, weil dann zieht man nur Energie, aber hat nicht die Ziehkarten, die man bräuchte, um andere Zeugs beizuschaffen. Warte, was kann das? Austausch. Verschiebe beliebig viel an deinen Pokémon angelegten Energiekarten nach beliebigen auf einen anderen Pokémon. Dieses Pokémon kann die Angriffe aller Pokémon am Spiel nicht gegen sein System gewöhnlich über die jeweiligen Angriffe auf Energie. Ja. Aber ich muss zugeben, diese Unlichtkarten sind hauptsächlich nur noch drin, um mein Darkrai X aufzubauen. Eventuell muss das so ähnlich wie mit Mew machen. Also, dass du da halt noch wirklich Karten hast, um Mew X möglichst viele Energien von verschiedenen Typen zu geben. Eventuell. Autsch. Ich muss jetzt irgendein besseres Basis-Pokémon ziehen, aber nee. Sieht so aus, als können wir noch ein, zwei Runden anhängen. Mal schauen. Das Chlorak ist wieder da. Ich mag das Glurak irgendwie, auch wenn ich nie so ein großer Fan von Glurak war. Ach, ich sehe gerade, dass das Glurak eine wunderschöne Attacke hat, für die ich nur farblose Energie brauche. Wenn ich das früher gesehen hätte, hätte ich sogar schon vor ein oder zwei Zügen angreifen können. Oh. Das heißt, ich war ein Blindfisch. Yay! The Blindfish Returns. Ach komm. Lass dich doch einfach mal killen. Ach was. Lass dich killen. Okay, im nächsten Zug ist das Mew sowieso Geschichte. Und dann bin auch ich Geschichte. Ja. Weil ich kein weiteres Basis-Pokémon gezogen habe, Grimpf. Okay. Sieht so aus, als wäre die Schlacht noch nicht allzu... Ja, sie wäre noch nicht vorbei, sagen wir so, oder? Es steht 2 zu 1. Das heißt, wenn wir jetzt noch 2 Kämpfe machen und du den nächsten gewinnst, dann ist der übernächste ein spannendes Finale. Ja, hast recht. Ich darf nicht riskieren, dass du diesen Kampf gewinnst, von daher. Welches Deck nehme ich? Das musst du wissen. Ich nehme wieder mein Basisdeck Böse Taten. Wahrscheinlich nimmt er jetzt irgendein... Ach so, er nimmt auch sein Basisdeck oder Flagship-Deck. Genau. Das sieht schon besser aus. Das sieht sehr besser aus. Das sieht aus wie, ja, mit der Starthand kann ich durchaus was anfangen. Dann bin ich mal gespannt. Oh, Evoli. Evoli? Ich würde es ja gerne beleidigen, aber irgendwie ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, bist du eigentlich mal jemals irgendwem begegnet, der gesagt hat, ich finde Evoli überbewertet? Ich mag es nicht. Nein, es ist doch süß. Ja, weil das Einzige, was ich von Evoli was ich so von Evoli so höre, ist entweder, ja, geht so, ich habe nichts dagegen, ist ja auch eine recht kreative Idee. Das Design könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber ansonsten, ich mag's. Oder aber es gibt dann halt noch die Sorte, die Evoli verehren, als wär's stärker als Mew. Aha. Oder überhaupt der Gott aller Pokémon. Also stark und godlike finde ich es jetzt nicht, aber es ist halt niedlich. Im Gegensatz aktiven Pokémon.
Wie viel Ka... Soll ich es versuchen? Musst du wissen? Ich werde wahrscheinlich dafür vollkommen auf die Schnauze fliegen, aber... Autsch. Dafür ist düsterer Kopf auch gut. In Kombination mit doppelfarblos Energie. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Besser zurückwechseln. Weil das Visaflor war noch nicht ganz fertig, weißt du? Ja. Bis. Wie macht das jetzt 60 Schaden? Dieser Angriff führt die Chance, bitte mal der Anzahl der anderen Pokémon des Gegners angelegten Energien zu. Aha. Ja. Je mehr Energie du an deine Pokémon powerst, desto kräftiger. Blöde Pokémon-Zetterdame. Desto kräftiger schlägt das Fulipurwa zu. Okay, jetzt 20, 40, 60. Düsterer Kopf macht immer noch mehr Schaden. Und damit kann ich dein Fulipurwa one-hitten. Grrr. Das finde ich gemein. Das wäre jetzt richtig geil, wenn ich das Match hier gewinne. Du gewinnst überhaupt nicht. Wow, das ist irgendwie fies. Ich weiß. Was steht dieses Pokémon an dieser... Hat keine Rückzug... Ich habe richtig gelesen, ach herrje. So. Okay. Das macht jetzt 20, 80, immer noch 100. Ist schon eigentlich scheißegal. Puh, ich glaube, das Visaflor lebt noch. Aber gleich nicht mehr. Du hast dein Darkrai doch so mit Energie voll gepowert, oder? Ja. Das wird dir jetzt wehtun. Was zur Hölle war das? Ein süßes kleines Dedenne, das dir 100 Schaden gemacht hat. Dieser Angriff fügt 20 Mal der Anzahl an. Verschwinde, du dämliche Maus. Autsch. Du weißt echt nicht, wann Schluss ist, oder? Nein. Schluss ist am Ende, nachdem der letzte Preis gezogen wurde. Du sagst es. Okay. Ich könnte das Viech jetzt noch ein bisschen aufpowern, aber dieses Pokémon kann nicht zurückziehen, okay. Na, ich mit. Okay, macht. 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 Alter, macht. 40, 60, 80, 100, 120, 140. Ich müsste wissen, obwohl. Obwohl, wenn er keine Doppelfarblose hat oder zieht, dann würde sich das durchaus rentieren. Was? Ach, ich mach's einfach mal. Regenbogenenergie. Ach so. Jetzt übertreibst du aber auch, ne? Ja. Man tut, was man kann. Verstehe. Ja. Hm.
Noch einmal Finstauer drauf klatschen. Autsch. Da siehst du mal, wie gut mein Darkrai X ist. Dein Darkrai X ist ein Arschloch. Oppan Gundam Style. Ah, ich kann's jetzt hier so schlecht tanzen. Ohne Video-Feedback, was wir nicht haben. Ist das Darkrai endlich tot? Na, endlich. Zeitwurz. Was gibt's da so krank zu lachen? Liegt das an dem Tee? Soll ich dir mal eine Adresse von einer guten Klapsmühle raussuchen? Darf ich dir was mitteilen? Was? Du hast diesem Deck gerade seine erste Niederlage überhaupt eingebracht. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Okay. Zumal es jetzt 2-2 steht und jetzt der alles entscheidende Kampf bevorsteht. It's the final countdown. Wir spinnen. Ich liebe dieses Deck. Das ist richtig gut. Ich hasse dieses Deck. Also deins. Ne. Endivier bringt mir Glück. Wieder eine Handkarte, mit der ich was Schönes anrichten könnte. Okay. Aber du wahrscheinlich auch. Und... Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Er holt sein Viridium raus. Ja. Was aber kaum stärker ist als ein Hasenfurz. Ach, darauf kommt es auch jetzt überhaupt nicht an. Nee, lieber ich sicher mich ab. So. Aber er hat da wieder sein beschissenes Dividende. Schade, der Regen hat aufgehört. Natürlich zieht er jetzt zwei Karten. Klar, so, und Regen würde doch deinem Klurak sowieso nicht gut tun. Aber jetzt erstmal dein Viridium tot. Mach das. Sehr schön. Natürlich. Was auch sonst? Was auch sonst? Okay, das sollte mir nicht allzu wehtun. So, die Handkarten halt eben im Deck. Schlimmer wäre es für mich, wenn die auf dem Ablegestapel kommen würden. Stimmt, da hast du recht. Okay, die Handkarte ist jetzt ein bisschen beschissen. Ah, jetzt kriege ich erstmal hier 60 Schaden reingebumst. Reingebumst, genau. Ach, das Victini ist wieder da. Autsch. Ich lasse mich doch nicht von einem Naga besiegen. Doch. Nein. Höchstens von deiner zu groß geratenen Kröte. Ach, die. Ach, schon wieder? Okay. Soll mir recht sein. Ja, ne? Bist du schon ein bisschen besser hier? Na dann. Okay.
Ach, Mewtwo, ich mochte dich noch nie. Autsch. Gern geschehen. Bitte sehr, so. Ach, der Prof schreibt dir wieder einen Brief. Ah ja, die Pokémon Center Tante. Das okay. War gemein. Komm schon. Yes, sehr schön. Nochmal eine Feuerenergie draufgelegt, mit einmal mit dem Flügelschlag zugeschlagen und bumm. Und das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Okay, du willst es wohl wissen. Ja, will ich. Dir ist eigentlich schon klar, dass ich das Viech one-hitten kann. Kannst du machen, aber dafür bräuchtest du ein Pokémon, das Energie hat. Entschuldigung. Jetzt hat es Energie, aber ob die ausreicht? Für mich reicht es vorerst aus. Come at me, bro! Gut. Jetzt, wo es für das Victini ja sowieso zu spät ist, kann ich dir ja sagen, was du anstatt der Schubenenergie machen hättest können. Mit der einen Feuerenergie, die du dran gelegt hast, das Victini zurückziehen und das Glurak wieder rausholen. Oh, tatsächlich, es hat nur eine Rückzugskosten von 1. Jetzt ist zu spät, jetzt ist das Victini tot. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Wie du meinst. So. Autsch. Das tut weh. Jetzt weiß, wie sich mein Victini gefühlt hat. Ja. Ah, jetzt entwickelt er es wieder zu Fulipo. Ja. Okay, was kann das? Dieser Angriff hilft. Ach so, wegen, ja, wieder wegen Energie, ne? Ja, ne? Aber so ein Glurak-Ex mit einem Pflanzen-Pokémon One-Hit-K.O. und das hat schon was. Ja. Okay. Autsch. Er powert sein Mewtwo X auf. Natürlich. Und du solltest deine Pokémon nicht so gut aufpowern, weil dann schlägt nur das Fulipurba umso mächtiger zu. Das Fulipurba ist jetzt sowieso gleich weg. Ach so, okay. Mein armes Fulipurba. Aquana ist sowieso besser. Chico will's wissen, da da da, Chico will's wissen, da 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 da, da 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 da, da 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 da. Okay, was macht X-Ball eigentlich? Transpunkte zu. Ja, mein Darker überlebt das souverän! Ja, eventuell noch, aber kann es auch das Mewtwo One-Hit K.O.'n? Aber es kann's einschläfern. Ach so. Aber dann kann es theoretisch komm wieder schon aufmachen. Yes! Na, warte. Na, warte, na, warte, na, warte.
Bitte eine Pokémon-Center-Dame. Bitte eine Pokémon-Center-Dame. Bitte keine 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 Pokémon-Center-Dame. Nein, Und? nicht. Okay. I could be mean. I could be angry. You know I could be just like you. Nicht persönlich nehmen. Yes! Aber das Mewtwo lebt noch. Noch. Ey, das ist jetzt ein Mexican Standoff. Beide haben nur noch 10 KP übrig. Beide haben nur noch einen Preis. Das Wer jetzt Problem den nächsten ist hat gewonnen. Nur, dass Mewtwo pennt. Und das Problem ist zum einen, wenn es pennt, kann es sich nicht mal zurückziehen, das Arschloch. Und zum anderen, selbst wenn es könnte, wird mir die Energie fehlen, um dieses verfluchte Dedenne aufzupowern. Sieht wohl so aus, als hätte ich gewonnen. Aber es war knapp. Verdammt knapp. Jo, also zum einen hatte ich zwar auch ordentlich Pech, aber zum anderen ist dein Deck seit letztem Mal trotzdem besser geworden, das merkt man. Danke. Und für die Zuschauer, danke fürs Zugucken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mich auch herausfordern wollt, probiert es. Ja, und eventuell könnt ihr ihn sogar schon zweimal hintereinander schlagen, so wie ich. Wenn ihr Glück und ein gutes Deck habt, dann ist das möglich. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao. Tut einfach viele Feuerviecher rein. Bitte Wasserviecher, bitte Wasserviecher. Okay, also. Ich hab nichts gesagt. Also, ciao.